ihn damit in die Türkei in Urlaub genommen? Ja, meine Idee war es sicherlich nicht. Mhm. Mein Mann wollte ihn unbedingt mitnehmen. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht gut gehen kann. Aber er meinte so, ja, der hat sich jetzt ja geändert und dann schauen wir mal, dann haben wir ihn besser unter Kontrolle. Super, wo hat es uns hingeführt? Ja, heute ihre Frau hat uns gesagt, dass das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Sohn von Anfang an so schlecht gewesen sein soll. Wie sehen Sie das denn? Ja, okay, so richtig gut war es eigentlich nie. Richtig gut. Ich wurde immer nur als Versager dargestellt, der allen nur Ärger bringt. Ach komm jetzt. Mehr war es nicht. Ach komm, du hast doch Simone nie eine Chance gegeben. Ja, aber überleg doch mal, warum? Weißt du, das war für mich leicht, als meine Mutter damals weggezogen ist, dass du mir direkt eine neue Mutter vorsetzt. Ich glaube, die Sichtweise der Kinder und die der Eltern ist eine andere, oder? Ich habe mich immer um meinen Sohn gekümmert, wenn er mich gebraucht hat. Ja? Und ich musste auch irgendwie dafür sorgen, dass Geld ins Haus kommt. Ja, aber du warst doch nie da. Du hast doch nicht wirklich was von unserem Problem mitbekommen. Weißt du, wärst du mal da gewesen und hättest dich mehr gekümmert, dann wäre Marlon vielleicht nicht so abgerutscht und hätte nicht mit den falschen Leuten irgendwie Kontakt bekommen. Ich glaube das jetzt nicht, dass du mir das jetzt vorhältst. Ja? Noch Fragen an Daniel Reuter? Nein. Stella Schumann, bitte. Nehmen Sie an der Seite Platz, der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Schumann, bitte nehmen Sie Platz. Frau Schumann, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie? Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar, 55. Man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Schumann, Ihr Vorname ist Stella, Sie sind 23 Jahre alt und wohnen in Duisburg. Was sind Sie vom Beruf? Nix. Ist nicht viel. Wovon leben Sie? Hartz IV. Ist auch nicht viel. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Frau Schumann, am 25. Juli 2011 wurde ja gegen 22 Uhr auf Ihren früheren Freund geschossen, auf Marlon. Die Verteidigung geht davon aus, dass Sie versucht haben könnten, Ihren früheren Freund zu... Ich habe mit dem Scheiß nichts zu tun. Die Alte da wollte Marlon kalt machen. Die hat ihn doch schon immer gehasst. Ich glaube kaum, dass du das beurteilen kannst. Und ob ich das beurteilen kann. Ich war 6 Jahre lang mit Marlon zusammen und ich habe immer mitbekommen, wie scheiße sie ihn behandelt haben. Ich glaube kaum, dass sich das gebessert hat seit unserer Trennung. Auch wenn ich jetzt keinen Kontakt mehr zu Marlon habe. Gar keinen. Wo sind Sie am 25.07.2011 gegen 22 Uhr gewesen? Zu Hause. Ja, nur wenn man zu Hause ist, wie kommt dann der Ohrring? Und zwar ist es Ihr Ohrring, der wurde am Tatort sichergestellt. Wie ist er dann vor das Haus von Marlon Reuter gekommen, wenn Sie schon so länger keinen Kontakt mehr haben? Ja, ich war halt an dem Tag mittags noch mal bei ihm. Da habe ich den Ohrring wahrscheinlich verloren. Warum waren Sie denn bei ihm zu Hause? Das geht Sie überhaupt nichts an. Sehe ich nicht so. Er wird nachfragen. Weiter. Frau Schumann, ich habe immer so ein bisschen in Ihren Freundeskreisen, in Ihrer Stammdiskothek rumgefragt. Und da hat man mir gesagt, dass Sie noch sehr an ihm hängen würden und auch daran interessiert wären, diese Beziehung wieder aufleben zu lassen, richtig? Ja und? Und selbst wenn, wir waren lange zusammen. Hm. Ah, ich habe es dir aber auch oft genug jetzt schon gesagt, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben will, solange du nicht dein Leben auf die Reihe bekommst. Sind wir dir nicht mehr gut genug? Schön, dass du mich einfach so vergessen kannst nach 6 Jahren. Ja, das wäre meine Frage, Frau Schumann, wie er sie behandelt hat danach. Also jetzt stolz diese Therapie erfolgreich absolviert hat. Ja, wie der letzte Dreck. Mhm. Aber bin ich immer für ihn da gewesen, immer. Aber ihm ist scheißegal, was mit mir ist. Er denkt nur an sich. Haben Sie deshalb auf ihn geschossen? Nein, ich habe nicht auf ihn geschossen. Sie haben sie wie Dreck behandelt? Ich habe nicht auf ihn geschossen. Und Sie wollten auch nicht dafür Rache nehmen, dass er Sie quasi in diesem Drogensumpf hat hängen lassen, während er jetzt stolz durch die Straßen rennt und sagt, ich habe es geschafft? Nein, aber genau deshalb habe ich ihn liegen lassen, damit er mal weiß, wie es ist, wenn keiner für einen da ist. Aha. Wo haben Sie ihn denn liegen lassen? Ja, vor seiner Wohnung, als er angeschossen auf dem Boden lag. Wann sind Sie jetzt wirklich vor seiner Wohnung gewesen? Gegen 22.10 Uhr, aber ich bin sofort wieder abgehauen, weil ich keinen Bock auf Stress mit dem Bullen hatte. Du bist nicht ganz richtig im Kopf, oder? Was ist das denn für ein Grund? Du hast keinen Bock auf Stress mit dem Bullen und deswegen lässt du mich da liegen? Polizei mal bitte, ja, für alle beide. Ist mir doch egal, du mir hast dann auch auf mich geschossen, oder? Nein, ich habe nicht auf dich geschossen. Ich war bei dir, weil ich dich warnen wollte. Ja, weil du mir nicht einfach scheißegal bist. Wovor wollten Sie Marlon Reuter warnen? Ja, seine kleine Schwester hat seit längerem was mit dem alten Kollegen von ihm am Laufen. Und ich wusste ganz genau, dass er das nicht toll finden würde. Mit wem was? Denn? Mit Jasper. Ach, ich glaub's ja kaum. Das ist doch wohl nicht wahr. Seit wann? Keine Ahnung, seit Ende März oder so. Wer ist dieser Jasper? Jasper Seidel heißt er. Das ist ein alter, mit dem habe ich früher mal Drogen vertickt. Aber ich glaub's nicht. Und du willst uns erzählen, dass du nichts davon wusstest? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es verhindert. Ja, natürlich.
Ja, aber dieser Jasper Seidel ist ja in der Tat in der Drogenszene gar kein unbeschriebenes Blatt, bis zuletzt nicht. Und jetzt frage ich mich, ob Ihre Tochter, die Zoe, nicht vielleicht doch ein bisschen mehr selber mit Drogen zu tun hat, als Sie das glauben und als Sie das wahrhaben wollen. Meine Tochter gewiss nicht, ganz bestimmt nicht. Aber sag mal, hast du vielleicht irgendwie mit dem zusammen gemeinsame Sache gemacht und dann noch geplant, Zoe als Drogenkurier zu missbrauchen? War das euer Ding? Wolltet ihr das machen? Dass du sowas von mir denkst, ne? Herr Reuter, was ganz anderes. Sie waren jetzt nicht der Gehilfe Ihrer Schwester als Drogenkurier. Sie haben damit gar nichts zu tun, Sie haben sich geläutert. Was ich Ihnen aber nicht so ganz abnehmen kann, ist der Umstand, dass Sie nicht aus diesen Kreisen die Information bekommen haben, denn die ist ja interessant, die Sie mit sich führte, nämlich dass Jasper was mit Ihrer Schwester hatte. Und dass Sie gerade, weil Sie ausgestiegen sind und Erfolg hatten, das natürlich richtig beschissen fanden und ihn möglicherweise ganz hart und scharf zur Rede stellen wollten, Herr Reuter. Das kann es nicht gewesen sein, nein? Ich habe gerade schon gesagt, dass ich davon nichts wusste. Ich habe keine Ahnung bis jetzt gerade gehabt. Mal ganz ehrlich, Sie kennen doch die Leute in der Drogenszene, oder? Sie wissen doch, was mit ihnen los ist. Und Sie wissen auch ganz genau, zu was die in der Lage sind. Reden Sie jetzt hier so, weil der Jasper Sie unter Druck setzt? Hast du das tatsächlich nicht? Ich habe keine Ahnung gehabt. Auch wenn er mich unter Druck setzen würde und hast du nicht gesehen, ist doch egal, was ich hier sage. Mir glaubt doch eh keiner, oder? Ich möchte auf jeden Fall den Zeugen hören. Ich glaube, ich brauche keinen Antrag zu stellen. Sie hat den Amt wegen gemacht. Nur vorher möchte ich noch ganz gerne die Zoe Reuter selber vernehmen. Wir haben ja diese Mühe hinbekommen, dass wir diese Live-Schaltung der Antalya haben zu den türkischen Behörden. Noch Fragen an die Zeugin Schumann derzeit? Mir nicht. Nein, zurzeit nicht. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Jetzt werden wir mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich das wieder aufklappe. Vorhin hat es funktioniert, da war ich schon ganz stolz drauf. Und ich weiß, dass man auch hier die Kamera möglichst richtig draufsetzt. Dann wäre man im Bild. Jedenfalls, wenn es funktioniert. Zoe? Ja. So, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Da funktioniert es ja aufs erste Mal. Dann werde ich Sie jetzt gleich als Zeugin vernehmen. Ihr Vorname ist Zoe, Ihr Nachname ist Reuter. Sie sind 18 Jahre alt und sind zurzeit in der Türkei in Untersuchungshaft. Was sind Sie von Beruf? Ich bin noch Schüler, ich gehe in die 12. Klasse. Als Tochter der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Ist es Ihre Entscheidung? Und man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. § 55. Wollen Sie aussagen? Ja, ich will aussagen. Meine Mama hat nichts gemacht. Zoe, bevor wir zu dem Vorwurf gegen Ihre Mutter kommen, erst noch mal was anderes. Die Zeugin Stella Schumann, die ich gerade vernommen habe, hat ausgesagt, dass Sie eine Beziehung hätten mit einem Jasper Seidel, einem alten Freund Ihres Stiefbruders. Stimmt das? Ja, das stimmt. Mama, ich wollte dich nicht enttäuschen. Mama, du warst immer so stolz auf mich und ich wollte das alles gar nicht. Tut mir leid. Ich glaub das gar nicht. Du lässt dich doch nicht mit so einem Typen ein. Zoe, bitte. Hat dein Bruder dich dazu angestiftet? Frau Seidel, ich vernehme gerade Ihre Tochter und ich wünsche nicht, dass ich dabei unterbrochen werde. Zoe, Sie hatten also eine Beziehung mit diesem Seidel. Ja, aber Marlon hat nichts davon gewusst. Und ich konnte ihm das ja auch nicht erzählen, weil ich weiß ganz genau, dass er ein schlechtes Verhältnis mit Jasper hat und der hätte gar nichts davon. Der hat da nichts von gehalten und hat direkt mich davon weggehalten. Aber ich war halt verliebt. Tut mir so leid, Mama. Wie haben Sie diesen Jasper Seidel überhaupt kennengelernt, Zoe? Ja, das war halt so. Zu Hause musste ich halt immer nur Klavier lernen, zum Ballettunterricht gehen, für die Schule lernen und aufstehen, in die Schule gehen, wieder Ballett und keine Ahnung, ich wollte einfach mal feiern, ich wollte mein Leben genießen. Aber warum hast du nicht mit mir gesprochen? Warum hast du nicht einfach was gesagt? Ich wollte dich doch nicht so unter Druck setzen, du hättest nur mit mir reden müssen. Ja, ich weiß, es war auch nur gut gemeint, aber ich muss dir und Papa auch was ganz Wichtiges sagen. Was? Zoe? Was ist jetzt los? Zoe, hallo? Tiefdruckgebiet über Mittelmeer. So viel zur modernen Kommunikationstechnik.
Die Verhandlung wird unterbrochen, jedenfalls so lange, bis entweder wieder die Verbindung in die Türkei steht, die scheint sich ganz verabschiedet zu haben, oder jedenfalls, bis wir fortsetzen können mit diesem Jasper Seidel. Marlon, kann es denn nicht sein, dass dieser Jasper auf dich geschossen hat? Marlon, wirst du bedroht? Nein. Ist da was dran? Mensch, du kannst doch wirklich nicht wollen, dass Simone unschuldig verurteilt wird. Natürlich nicht. Es ist gehört dir einem das Fahrzeug mit dem Kennzeichen Duisburg, Dora Richard 124? Das ist meins, warum? Mir hat gerade ein Wachtmeister gesagt, dass wohl draußen ein Lieferwagen in das Fahrzeug geholt ist. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Oh Mann. Die Verhandlung wird fortgesetzt mit der Vernehmung des Zeugen Seidel. Die Leitung in der Türkei ist weiterhin unterbrochen. Herr Seidel, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Seidel, Ihr Vorname ist Jasper, Sie sind 27 Jahre alt und wohnen in Duisburg. Was sind Sie vom Beruf? Ich jobbe in der Kneipe. Mit der Angeklagten sind Sie wieder verwandt nach Verstegert. Die alte kenne ich überhaupt nicht. Diese weißt du, Frau. Was ich erfahre, alte, was du mit meiner Tochter Sicherheit getan hast, dann wirst du mich aber kennenlernen. Herr Seidel, wir haben eben von der Zeugin Schumann und bestätigt jetzt von der Zeugin Zoe Reuter selbst erfahren, dass Sie und Zoe zusammen sind. Stimmt das? Was hat sie behauptet? Mit kleinen Mädchen sollte man echt nichts anfangen. Wir hatten geilen Sex, mehr aber auch nicht. Schiss, ein Stück Scheiße, ja? Wenn ich mit dir fertig bin, wenn wir gleich hier raus sind, ja? Dann würdest du dir wünschen, dass du mich nie kennengelernt hast, du beschissenes Stück. Bitte! Zieh dir lieber mal einen Joint rein. Oh, das geiler passt. Spruch. Du bist so, du bist einfach nur so lächerlich. Halt dein Maul einfach. Also, meine Herren. Hat der Stiefbruder Ihrer Freundin davon gewusst, dass es ein Verhältnis zwischen Ihnen und ihm gab? Hat der Stiefbruder Ihrer Freundin davon gewusst, dass es ein Verhältnis zwischen Ihnen und ihm gab? Wir hatten geilen Sex. Ich habe gefragt, ob er was davon wusste. Ihr geiler Sex interessiert mich, entschuldigen Sie, einen Scheißdreck. Ich will einfach nur wissen, ich ob keine er Ahnung. Davon wusste, ich keine dass Ahnung, sie ein ob wusste. Aber so scheint es der Mods rumzuposaunen. Herr Reuter, ist wieder alles in Ordnung mit Ihrem Auto? Ja, ist nicht so schlimm. Ist nur ein kleiner Kratzer. Dann kriegen wir rauspoliert. Ich kenne den Kerl. Wie, du kennst ihn? Ja, ich habe ihn vorhin draußen in der Eingangshalle gesehen. Was geht mit Ihnen? Aber 100 pro kenne ich den. Woher kennst du den? Ich habe ihn zusammen mit Zoe in der Türkei gesehen. Was hast du? Ich glaub's ja nicht. Ja, das glaube ich jetzt auch kaum. Nehmen Sie erstmal Platz. Du hast ihn gesehen und hast mir nichts davon gesagt. Herr Reuter, nehmen Sie erstmal Platz. Ich hab mir gedacht, ja, sie hat irgendeinen Jungen kennengelernt, ja, und... Ja, toller Junge. Ich wollte ihr einfach mal ein bisschen Spaß gönnen, ja, ansonsten hat sie nur Stress zu Hause. Spaß? Und wohin hat der Spaß uns geführt? Herr Seidel, waren Sie in der Türkei, um Zoe Reuter im Urlaub zu besuchen? Oh Gott, ich weiß jetzt nicht, ob Ihr Gedächtnis so schlecht ist oder ob Sie keine Lust haben zu antworten. Es gibt zwei Dinge. Jemand so Bedeutendes wie Sie fliegt bestimmt mit dem Flugzeug in die Türkei. Mit anderen Worten, wir rufen an, lassen die Listen durchgehen und dann sehen wir ganz schnell, ob Sie in Antalya waren oder nicht. Denn dass Sie sich da haben hinchauffieren lassen mit einem Privatchauffeur, glaube ich, geht es weniger. Haben Sie so Reuter im Juli im Urlaub besucht in der Türkei? Kann schon sein. Warum? Aus Liebe oder aus Sehnsucht kann es doch nicht gewesen sein, so wie Sie eben Ihre Beziehung charakterisiert haben. Sie war geil im Bett. Ey, bitte, halt bitte dein verkanntes Maul, ey. Ohne Scheiß. Ich raste. Herr Reuter, Sie reißen sich da hinten zusammen und Ihr Vater wird Sie so ein bisschen im Auge behalten, jetzt, dass mir da nichts passiert. Und Sie hier vorne, unterlassen Sie jetzt solche Provokationen, ist klar? Hast du meiner Schwester die Drogen reingeschmuggelt da in ihr Scheißkissen, um mir eins auszuwischen, oder was? Wenn so wäre, was würdest du machen? Das willst du gar nicht wissen. Konkrete Fragen werden von hier vorne gestellt oder von den anderen Verfahrensbeteiligten. Haben Sie die 2 Kilo Haschisch in Zoos Reisekissen reingetan, ja oder nein? Natürlich nicht. Gut, natürlich finde ich das jetzt nicht. Einen kleinen Moment, das ist meins. Salisch. Ist das ein schwieriger Typ? Ja, danke, Herr Schmitz. Also, Herr Schmitz sagt, die Verbindung steht. Und wenn Herr Schmitz das sagt, könnte es sein, dass es stimmt. Immerhin ein Bild gibt es schon mal. Zoe, hören Sie mich? Ja. Ach, geht wieder.
Zoe, bevor die Verbindung eben unterbrochen worden ist, haben Sie von sich aus gesagt, Sie müssten Ihren Eltern etwas sagen, etwas Wichtiges. Ich habe großen Mist gebaut. Mama. Zoe, wir wissen in der Zwischenzeit ja, dass Jasper Seidel bei Ihnen in der Türkei war. Hat er Sie überredet, die 2 Kilo Haschisch aus der Türkei zu schmuggeln? Ja, ich war so verliebt und ich weiß nicht, erst wollte ich auch nicht und dann, keine Ahnung, dann hat gesagt so, ja, wenn du das jetzt nicht mitmachst, dann bist du wieder das kleine Kind und ich wollte halt irgendwie, ich wollte dazugehören und einfach ihm was beweisen, weil ich habe ihn halt geliebt und ja, wir waren zusammen und es tut mir so leid, Mama. Ich glaube, das gehört. Was ist denn los? Warum weinen Sie denn jetzt? Marlon, es tut mir so leid. Frau Reuter, haben Sie auf Ihren Stiefsohn geschossen? Ich weiß gar nicht. Ja. Es tut mir leid, Marlon. Ich wollte das nicht. Ich war nur so verzweifelt. Ich habe nur diesen Blick von so im Kopf gehabt und ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich bin so und ich habe irgendwie geschossen und mir wurde erst nachher klar, was ich gemacht habe. Irgendwie geschossen? Woher hatten Sie denn die Pistole, Frau Rutter? Aus meinem Juweliergeschäft. Mein Vater wurde damals überfallen und da hat er eine Pistole besorgt. Und Ihr Mann aber mein Mann wusste nichts davon. Nein, er wusste nichts davon. Das werden wir später alles weiter erklären. Nur Fragen an die Zeugin Zoe Reuter? Nein. Bleibt unvereidigt. Vielen Dank, Zoe. Das war's erstmal. Und dann viel Glück. Und vielen Dank natürlich an die türkischen Behörden, die die Schaltung ermöglicht haben. Noch Fragen an den Zeugen Seidel? Danke, nein. Bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz, Herr Seidel. Ich möchte hinten aber kein Theater haben. Werden Anträge gestellt? Schließlich die Beweisaufnahme, Staatsanwalt Römer. Hohes Gericht, natürlich ist das schwer. Für beide Eltern im Übrigen, nicht nur für Sie, Frau Reuter, wenn Ihre Tochter in der Türkei im Gefängnis einsitzt, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich dreht man dann möglicherweise durch oder man dreht am Rad. Sie haben das zunächst getan um 19 Uhr. Da sind Sie mit einem Messer hingegangen, haben eine versuchte Nötigung begangen. Als Sie ihn gesagt haben, du gehst zur Polizei, liefern Geständnis ab, hat er gar nicht gemacht. Spielt alles gar keine Rolle. Wäre es dabei geblieben, dann glaube ich, wären wir hier mit einer Bewährungsstrafe wirklich davongekommen. 9 Monate beantrage ich hier, Frau Vorsitzende, für diesen Tatabschnitt. Danach ist was völlig anderes. Danach geht es nicht mehr darum, ihn zu irgendwas zu nötigen oder zu zwingen. Danach fängt die Selbstjustiz auf einmal an. Um 22 Uhr ist auch kein Kurzschluss mehr. Mehrere Stunden später gehen Sie mit einer geladenen Waffe dahin. Sie versuchen gar nicht mehr, ihn zu einem Geständnis zu bringen, um Ihre Tochter da rauszuholen. Darum ging es gar nicht mehr. Es ging nur noch um Rache. Der sollte weg. Sie legen sich auf die Lauer und Sie schießen von hinten auf ihn. Heimtückisch. Ganz, ganz klassischer Fall. Da mögen Sie durch den Wind gewesen sein. Wenn Sie dazu in der Lage sind, das alles so durchzuführen, dann war es auch heimtückisch und Sie waren sich dessen bewusst, es ist ein versuchter Mord, Frau Vorsitzende. Dass er noch lebt, ist großes Glück, ist nur dem Zufall zu verdanken. Ich halte eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren dafür für Tat und Schuld angemessen, unter der Berücksichtigung bereits, dass sie ein Geständnis, wenn auch sehr spät, abgelegt hat. Eine Gesamtfreiheitsstrafe von 9 Jahren und 6 Monaten ist daher auszuwerfen. Danke. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Herr Rechtsanwalt Grechel. Hohes Gericht, verehrter Herr Staatsanwalt, ich will mich kurz fassen, um niemanden zu ermüden. Die Zeit ist fortgeschritten. Erstens, die Nötigungshandlung von ihr ist gar nicht strafbar, weil sie von dem diesbezüglichen Versuch rechtzeitig noch zurückgetreten ist, bevor irgendwie auch nur ansatzweise irgendein Erfolg sich hätte umsetzen können. Und zwar freiwillig, sie hat einfach das Messer fallen lassen, nur weil er sagt, nee. Zweitens, und das muss man, glaube ich, ganz messerscharf betrachten. Und die Frau Vorsitzende weiß das, ihr kennt der Kammer, weiß es auch, dass ein Mensch, der in dieser allgemeinen Verwirrungssituation eine solche Tat begeht, wie auch immer sie grundtatbestandlich zu diskribieren ist, hier hat niemand einen Vorsatz zu einer Heimtücke entwickelt. Und das ist ein tatbezogenes Merkmal und bedarf dieses Vorsatzes. Also wären wir bei einem Totschlag, der hier in klassischer Form als ein minderschwerer Fall des 213 zu sehen ist. Erstens, ein lückenloses Geständnis, ob das spät ist oder nicht, es ist vor allen Dingen eins.
ohne Druck erfolgt. Wenn sie den Mund gehalten hätte, wer hätte es ihr letztlich bei dem ganzen Konvolut an Drogenmilieu und Ähnlichem nachweisen können? Zweitens, in welcher extremen Situation hat sich diese Frau während der Tatbegehung befunden? Überdenken Sie mal ein Kind in der Türkei in einer Justiz, die wir alle hinlänglich aus Filmen und Fernsehen kennen, zurückgelassen zu wissen. Einen in der Tat seit vielen Jahren, wenn auch jetzt möglicherweise geläuterten Sohn zu haben, der dafür, der Stiefsohn, der dafür verantwortlich sein soll, eingebettet in die Gesamtfamiliensituation, in der es auch keinen gab, der einen besagt. Das ist ein minderschwerer Fall in der Gesamtbetrachtung, und zwar in der Form des 213, zweite Alternative. Es ist dieses Geständnis erfolgt. Wollen wir wieder die Familie noch zusätzlich auseinanderreißen? Muss es das sein? Ich beantrage, weil es Schuld und Tat angemessen ist, auf eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren zu erkennen und diese zur Bewährung auszusetzen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Grecher. Sie haben das letzte Wort. Ich bin bereit dafür, für das, was ich getan habe, die Konsequenzen zu tragen. Ich möchte nur, dass meine Tochter wieder freikommt. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen versuchter Nötigung und wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Und sie trägt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Folgender Beschluss. Der Haftbefehl bleibt aus den Gründen seiner Anordnung und der heutigen Verurteilung aufrechterhalten. Ob ich ihn nach gewisser Zeit aussetze, im Falle eines Revisionsverfahrens, weiß ich noch nicht. Für heute halte ich allerdings weiterhin Fluchtgefahr für gegeben. Ihr Verteidiger weiß das auch, dass es hier eine versuchte Nötigung gewesen ist. Wir sind weit entfernt vom Rücktritt. Es geht nicht um eine Körperverletzung, da hätte das gegolten, sondern um die Nötigung. Und die war ja schon da im Grunde genommen. Und er hat gesagt, nein, ich lasse mich nicht nötigen. Du. Das ist die eine Geschichte. Die andere Sache ist in der Tat die, ist es Mord oder ist es Totschlag? Nur wenn man zu einem Totschlag kommen kann, kann man einen Antrag stellen, wie Ihr Verteidiger ihn gestellt hat. Denn nur im Falle eines Totschlages gibt es auch eben den Paragraph 213, der einen anderen Strafrahmen ermöglicht. Das bedeutet, hier Heimtücke objektiv liegt natürlich vor, denn er hat sich keines Angriffs von Ihnen versehen. Die Frage ist, haben Sie das gewusst, dass Sie seine Arg- und Wehrlosigkeit ausnutzen? Natürlich wussten Sie das. Das war auch nicht so spontan. Und Sie haben auch, ich weiß nicht, wann es losgegangen ist, wann Sie dort waren, auch gewartet. So lange, bis er rauskam. Und es war so eine endgültige Geschichte. Auch gar nicht mehr versucht, mit ihm zu sprechen. Auch das spricht sehr deutlich die Sprache eines direkten Vorsatzes, dass Sie genau wussten, ich möchte hier ihn umbringen. Sie machten ihn für alles verantwortlich und haben keine Chance gesehen, dass er jemals den Mund wieder aufmacht und sich nochmal in die Türkei begibt, um zu sagen, ich bin der eigentlich Schuldige. Das ist ein sehr krasser Fall von Selbstjustiz. Und die 6 Jahre sind dafür, und das weiß Ihr Verteidiger auch, ausgesprochen milde und berücksichtigen all das, was er zu Ihren Gunsten vorgetragen hat. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel der Revision einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Zoe Reuter wurde von einem türkischen Gericht wegen Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt. Ihr wurde die Ausreise nach Deutschland gestattet. Jasper Seidel wurde wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Stella Schumann wurde wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Freiheitsstrafe von 3 Monaten auf Bewährung verurteilt.